Moin, mein Name ist Nicolette Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved Giant Beast zähmen könnt. Ich habe uns das jetzt schon mal zusammengesucht, was wir alles brauchen, beziehungsweise habe das jetzt hier ins Inventar gelegt. Jetzt sehe ich allerdings meine Cam ist davor, dann mache ich die einmal ganz kurz aus. So, jetzt sehen wir das Inventar auch komplett. Also was wir brauchen ist ein Ghillie-Anzug, einen kompletten, damit uns die Bienen nachher nicht sehen können. Wir brauchen seltene Blumen, damit die Bienen später auch Honig produzieren können und damit wir sie zähmen können. Dafür können wir die benutzen, dafür können wir aber auch Matten nehmen, das Hammelfleisch, was auch von Vorteil ist. Und wir brauchen Insektenschutzmittel auch, damit uns die Bienen später nicht angreifen. Dafür braucht ihr Karotten, Zitronen, Fell und Narkosemittel. Wenn ihr euch dazu entscheidet, Matten zu nehmen fürs Zähmen, dann schlagt ihr quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ihr bekommt direkt das Fell, was ihr braucht für das Insektenschutzmittel. Und ihr bekommt sogar vielleicht so viel Fell, dass ihr euch eine Schneerüstung machen könnt, weil damit ihr diesen Ghillie-Suit herstellen könnt, braucht ihr organisches Polymer und das bekommt ihr von Pinguinen aus der Arktis nächstes Mal, aus dem Eisbiom, ja. Oder eben von den Gottesanbeterinnen, aber ich glaube, die sind hier bei Ragnarok ein bisschen schwieriger zu bekommen. Außerdem brauchen wir noch ein Argentavis oder ein Petri. Wir machen das Ganze ja solo, darum soll es ja gehen. Und ich werde das mit dem Petri auf jeden Fall versuchen, um euch zu zeigen, dass es damit auch definitiv geht. Mit dem Argentavis klappt es nämlich wunderbar. So, ich packe mal eben wieder alles hier rein in den netten Herrn hier. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir fliegen jetzt mal Richtung Bienenstock, ja, weil den brauchen wir jetzt. Die müssen wir natürlich finden. Und da würde ich euch empfehlen, dass wir welche nehmen, die an einer Felswand sind. Denn die im Redwood sind nicht ganz so leicht zu bekommen. Mit dieser Taktik können wir die wunderbar von der Felswand abschlagen und nehmen dabei auch gar keinen Schaden und sind sicher aus der Nummer raus. So, wir haben jetzt hier ein Bienennest gefunden an der Felswand. Jetzt zeige ich das nochmal eben ganz schnell. Das ist dieses Exemplar hier. Das ist ein Bienenstock, der hat 5000 Leben. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir fliegen einfach ran mit dem Petri, greifen das Ding an, fliegen sofort wieder weg und greifen erneut an. Wenn wir weit genug wegfliegen, können uns die kleinen Arbeiterbienen, die da rauskommen, die sehr fies sein können, können uns gar nichts anhaben, weil die despawnen einfach irgendwann. Mit dem Petri werden wir jetzt ein bisschen öfter wahrscheinlich zwischenlanden müssen. Aufgrund der Ausdauer mit dem A geht das alles ein bisschen schneller. Aber mit dem Petri sollte es auf jeden Fall auch gehen. Wenn er auf dem Level relativ hoch ist bei euch, dann habt ihr auch genug Schaden, den ihr macht. Das geht auch relativ schnell. Was ihr müsst nur darauf aufpassen, dass ihr nicht die Attacken rein spammt und wirklich immer nur einmal angreift. Zumindest zum Schluss. Weil uns ist das schon passiert, dass wir ein bisschen zu hektisch wurden einfach und ungeduldig waren. Und dann haben wir die Bienenkönigin zum Schluss einfach gewonehittet und das nicht so. Deswegen, wir fangen einfach mal an, wir fliegen mal rauf. Ah, dann fliegen wir immer wieder weg und wieder ran. Ja, so weit kommen die nämlich gar nicht, die Arbeiter. Ran und weg. Ganz einfach. Und das geht relativ schnell sogar mit dem Petri. Sind ja auch so schnell weg, dass wir immer wieder einfach direkt ran können. Die sind ja schon wieder hier weg, die Arbeiter fliegen einmal ran, einmal weg. Ganz easy. So können wir das Solo auf jeden Fall super einfach machen. Theoretisch müssen wir uns jetzt bei den letzten Angriffen befinden. Ich habe eben nachgeguckt, 300 HP hatte ungefähr das Bienennest noch, aber wir werden da zwei verschiedene Zahlen angezeigt. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen buggy und da sind irgendwie zwei ineinander oder so. Wir haben da jetzt eben 145 gesehen. Wir schauen mal, wir fliegen nochmal rein. Jetzt haben wir hier die kleinen Arbeiter. So, und da ist gerade eins kaputt gegangen und die Arbeiter kommen uns noch hinterher. Die sind jetzt weg. So, jetzt müssen wir die Königin finden. Eigentlich müsste jetzt hier eine Königin rausgedroppt sein, weil da das Nest kaputt gegangen ist. Aber hier ist keine. So, jetzt haben wir sie. Jetzt ist sie raus. Hier sehen wir sie vor uns. Muss natürlich jetzt gucken, dass sie runterkommt und dass wir sie im Auge behalten. Sehr gut. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir behalten die mal kurz im Auge. Wir ziehen mal eben schnell die ganze Rüstung an. Dann kann die uns schon mal schlechter sehen. Und jetzt habe ich natürlich folgendes gemacht. Ich habe alles im Argentavis gelassen, ne? Scheiße. Dann nehmen wir uns das Matten mit. Und das konsumieren wir hier einmal. Das ist jetzt eine Passivzähmung, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir eingesmockt. Und jetzt versuchen wir ganz langsam ranzugehen. Das Problem ist, sie ist natürlich sehr hoch jetzt und ich will sie passiv zähmen. Das heißt, ich muss an sie rankommen, um sie auch zu füttern.
Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer. Ah, ich dachte, sie wäre tot. Oh, wir haben so Glück. Jetzt haben wir sie endlich unten. Weil eben haben mich die Bienen angegriffen. Versuchen wir jetzt hier ganz leicht dran zu pirschen. So, da haben wir sie einmal gefüttert. Vorne fliegt sie weg. Ist ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, dass der Anzug natürlich auch nicht ewig hält. Aber ist noch okay. Schön zwischen dem Bronze jetzt, ja. So, da haben wir sie. Wir mussten sie zweimal mit Matten füttern. Die nennen wir mal eben schnell YouTube. So, die folgt mir jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat das doch noch geklappt. Die hatten wir da oben die ganze Zeit in der Ecke drin. Die kamen da gar nicht raus. Ich glaube, die fliegt mir jetzt hinterher. Also wir brauchen zwei Matten tatsächlich. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig rangehen. Dann klappt das natürlich auch alles. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. So, das ist jetzt unsere Bienenkönigin. Unsere Giant Bee quasi. Und wenn wir jetzt hier E drücken, erhalten wir einen Bienenstock. Und das machen wir mal ganz einfach. Also entweder lange E gedrückt halten, Bienenstock erhalten oder einfach mit E... Zack, da haben wir sie und die ist jetzt hier im Inventar und das sieht man nicht, deswegen ziehe ich einmal kurz hier hoch. Hier haben wir sie jetzt, das ist der Bienenstock und hier steht es ja auch, Bienenstöcke beherbergen eine Bienenkönigin und Bienen, diese produzieren Honig. Wenn wir die seltenen Pflanzen haben oder seltene Blume, das ist die seltene Blume, dürfen wir nicht verwechseln. Was wir jetzt machen ist folgendes, jetzt haben wir natürlich den Bienenstock und jetzt müssen wir den noch irgendwo hinsetzen und auch befüllen mit den Pflanzen. Damit wir da Honig rausbekommen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt schon hier angekommen bei unserem, na, sagen wir bei unserer kleinen Bärenfarm. Bei unseren kleinen Gewächshäusern. Wir haben auch ein weiteres Gewächshaus gebaut. Jetzt machen wir folgendes. Also ihr müsst euch sowas nicht bauen. Ihr könnt die auch frei aufstellen. Ich habe es selber so gesehen und finde es auch so ganz schön. Weil so kann man hier nochmal einen Gilly-Anzug reinpacken. Der hier auch liegt, das ist nämlich meiner, ich habe meinen auch gesucht. Und dann könnt ihr den einfach überziehen und bräuchte gar kein Insektenschutzmittel, um euch jetzt zu schützen vor den Bienen. Weil sobald ihr an den Hive geht, um da Honig rauszuholen, werdet ihr angegriffen. Und wenn ihr damit einen Anzug habt, dann nicht. Okay, weil ihr seht es ja. Auch wenn sie euch gehören, sie greifen euch immer noch an. Und jetzt können wir das ganze Ding hier nehmen. Und können das hier wunderschön hinsetzen. Ich guck mal, dass ich es irgendwie einigermaßen gut hinbekomme. Genau. Gut, das kann man auch wieder aufnehmen, glaube ich, ne? Okay, man kann es nicht wieder aufnehmen. Haben wir das auch geklärt. Einmal gesetzt, steht es auch da. Genau, und damit wir jetzt hier Honig produzieren können, müssten wir jetzt noch die seltenen Blumen hier reintun. Und die haben wir noch im AG. So, ich habe seltene Blumen dabei. Die packen wir jetzt hier einfach rein und dann geht das von ganz alleine los. Ich kann euch das nochmal hier zeigen, bei den zwei Bienenstöcken, da haben wir nämlich schon Honig drin. Der hält auch eine ganze Weile hier drin, ne? Also wenn ihr Honig haben wollt, ich kann euch empfehlen, nehmt ihn nur raus, wenn ihr ihn wirklich braucht. So, weil der verfällt bei euch unglaublich schnell im Inventar oder guckt immer mal wieder rein, damit sie da vielleicht nicht so große Mengen sammeln, weil ich kann jetzt nur die 182 hier rausnehmen und ich kann es auch nicht wieder zurückpacken. Und im Inventar hält es nicht ganz so lange, sei denn ihr habt eventuell einen Kühlschrank, da sollte es drin auf jeden Fall länger halten als dann bei euch im Inventar. Aber so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Das ist so im Prinzip das Prinzip des Honigs, ja. Dann lasst ihr den einfach für euch arbeiten, müsst immer wieder ein paar seltene Blumen reintun. Wie ihr die bekommt, habe ich ja wie gesagt euch schon verlinkt hier in dem Video. Und das ist eigentlich das ganze Zauberwerk an dem Ganzen. Und den Honig könnt ihr dann benutzen, um zum Beispiel den Sweet Veggie Cake zu machen. Wer ist der denn auf Deutsch? Der süße Gemüsekuchen, das ist, glaube ich, ne? Das ist auf jeden Fall das ganze Prinzip von den Bienen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann damit. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und so könnt ihr auf jeden Fall, ich fasse nochmal zusammen, ihr könnt solo so auf jeden Fall ohne angegriffen zu werden oder ohne großartig angegriffen zu werden, euch einen Bienenstock sichern. Wenn ihr das zu zweit macht, geht es natürlich noch viel, viel schneller, weil ihr mit zwei Vögeln angreifen könnt. Und so seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und es funktioniert, wie gesagt,
Leine. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du mehr sehen willst, kannst du natürlich den Kanal noch abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial für Ark. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.